Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, auch sind gar keine mehr da, schade. Kollege Ponhalt, ich würde mir wünschen, dass Sie mit Ihren Einsichten doch vielleicht ins Verkehrsministerium wechseln, damit wir in den Fragen, vor denen wir heute stehen, ein bisschen weiter nach vorne kommen. Unser Thema heute: die Dieselfahrverbote. Und ich würde gerne mal was ganz Grundsätzliches dazu sagen, warum wir ja heute schon wieder und immer noch über diese Frage reden. Hinter dieser Frage verbirgt sich nämlich etwas sehr Grundsätzliches. Die deutsche Autoindustrie befindet sich in einer tiefen Vertrauenskrise. Und die Bundesregierung war daran beteiligt, dass diese Vertrauenskrise auch weiterhin besteht. Die Vertrauenskrise der Autoindustrie ist entstanden, weil man dort glaubte und auch immer noch glaubt, man könne sich ständig nach Belieben über gesetzliche Bestimmungen hinwegsetzen. Die großen deutschen Hersteller haben sich in einem Kartell über Jahre abgesprochen, mit technischen Maßnahmen die Umweltgesetzgebung zu umgehen. Die dem Verkehrsministerium untergeordnete zuständige Behörde, das Kraftfahrtbundesamt, sah es jahrelang gar nicht als seine Aufgabe an, auf mögliche Abschalteinrichtungen zu prüfen. Sie wäre im Übrigen auch personell und technisch gar nicht dazu in der Lage gewesen. Und das, obwohl Manipulationsversuche dieser Art schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Dass sie sich inzwischen zu einem solchen, ja fast schon flächendeckenden Ausmaß entwickeln konnten, liegt eben auch daran, dass weder die Verkehrsminister noch die Bundesregierung ernsthaft etwas unternommen hätten. Diese Untätigkeit kann man schon deshalb nicht oft genug betonen, weil es auch 3 Jahre nach Bekanntwerden des Betrugs noch immer kein Konzept gibt, wie man so etwas denn wenigstens in Zukunft vermeiden könnte. Ein Armutszeugnis erster Güte. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Scheuer, auch wenn er jetzt nicht da ist, mit Ihren bisher durchgesickerten Vorschlägen zur Lösung der Dieselkrise werden Sie auch kein Vertrauen wiedergewinnen können. Denn Sie bleiben bei Ihrer Linie, die Autobranche politisch zu hofieren, treu. Um bessere Luftwerte in den Innenstädten zu erreichen, strebt Minister Scheuer jetzt bekanntlich eine Erneuerung der Dieselflotte an. Mit Hilfe von Umstiegsprämien soll der Kauf der neuen Fahrzeuge angekurbelt werden. Damit werden aber lediglich die Kassen der Autokonzerne weitergefüllt. Es trägt nicht dazu bei, dass die Schadstoffbelastung in unseren Städten sinkt. Das ist Mist. Und woher sollen denn bitte auf einmal die sauberen Diesel herkommen? Selbst neue Euro 6C-Fahrzeuge reißen die Abgasgrenzwerte um ein Vielfaches. Und sie sind fast genauso dreckig wie die, die sie ersetzen sollen. Sie wollen also dreckige Autos gegen dreckige Autos eintauschen. Herzlichen Glückwunsch für diese saubere Idee. Mit dem Austausch dreckiger Fahrzeuge gegen andere dreckige Fahrzeuge werden Sie jedenfalls künftig weder Fahrverbote verhindern, noch die Gesundheit der Menschen schützen. Und jetzt zeichnet sich offensichtlich auch noch ein schmutziger Deal mit der Autoindustrie auf Kosten unserer Umwelt ab. Damit die Autobauer die Regierung bei der Hardware-Nachrüstung entgegenkommen, wollen sich die zuständigen Politiker bei den CO2-Zielen gnädig zeigen. Der vermeintliche Schutz der Motoren und der tatsächliche Schutz der Autoindustrie scheint dieser Bundesregierung wichtiger zu sein als der Schutz unserer Umwelt und vor allem unserer Gesundheit. Beim Dieseldesaster droht also erneut ein scheinheiliger Kompromiss. Zuletzt ein guter Rat. VW hat sich heute Nachmittag, gnädigerweise muss man ja fast schon sagen, bereit erklärt, 80% der anfallenden Kosten zu übernehmen. Das heißt aber auch, 20% sollen gefälligst andere zahlen. Lassen Sie sich um Gottes Willen nicht weiter von den schuldigen Autobauern auf der Nase rumtanzen. Diese Deckungslücke von 20% darf weder mit Steuermitteln ausgeglichen werden, noch dürfen die betrogenen Dieselbesitzer zur Kasse gebeten werden. Sorgen Sie stattdessen endlich für Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und danach für wirklich saubere Luft. Vielen Dank, Frau Kollegin Dremmers. Ich will darauf hinweisen, dass wir noch 7 Zuschauer und Zuschauer auf den Tribünen haben. Also ist noch Leben da, aber die Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Bereich sind abgeschlossen worden. Ich will einen letzten Appell von dieser Stelle aus an die Kolleginnen und Kollegen richten, auch an die parlamentarischen Geschäftsführer, sich vielleicht doch noch mal zu verständigen über den weiteren Ablauf. Ich kann nach 28-jähriger parlamentarischer Erfahrung sagen, dass der Wert Ihrer Reden nicht dadurch geringer wird, dass sie zu Protokoll gegeben werden.
Als nächstes hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Kühn das Wort.